علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. Scheiße, euch willkommen zu diesem Treffen, von dem wir Allah bitten, dass er es segnet, dass er die Taten als Erbe dieser Worte werden lässt und dass er uns alle den Erfolg gibt, dem Besten von dem, was gesprochen und gehört wird, zu folgen. Wieder einmal, das dritte oder vierte Mal, dass ich die Gnade haben darf und dass ich auch die Freude haben darf, mit euch die Zeit verbringen zu dürfen, um euch einige Worte mitzugeben, die bessere Menschen zuvor schon gesprochen haben. Und von Allah ist es, von dem wir die Akzeptanz erwarten. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen aus einem einzigen Grund erschaffen, dass sie ihm dienen. Der einzige Grund für die Existenz des Menschen und der Dschinn ist es, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Allah hat sie nur deswegen erschaffen. Und der Grund für die Erschaffung der Himmel und der Erde und der Daseinsformen um uns herum ist der, damit wir Allah kennenlernen. Damit wir wissen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah sagt im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nicht erschaffen, außer damit sie mir dienen. Das ist der Grund unserer Erschaffung. Und der Grund der Erschaffung der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, ist, damit wir kennen, wer Allah ist. Damit wir wissen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah sagt im Koran, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah sagt, Allah ist es, der die Himmel und die Erde, Allah ist es, der die Himmel, der sieben Himmel erschaffen hat und von den Erden genauso viele. يتنزل الأمر بينهن, die Angelegenheit kommt runter zwischen ihnen, die Verwaltung, die Fügung Allah subhanahu wa ta'ala zwischen ihnen kommt hinunter, damit ihr wisst, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير, damit ihr wisst, dass Allah zu allen Dingen fähig ist, Macht über alles hat. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Und dass Allah mit seinem Wissen alles umfasst hat. Alles mit seinem Wissen umfasst hat. Subhanallah. Und das ist etwas, was den Menschen erzieht und zur Gottesfurcht führt. لِتَعْلَمُوا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Und dass Allah wahrlich alles mit seinem Wissen umfasst hat. Die Vergangenheit und die Zukunft. Allah subhanahu wa ta'ala wusste schon immer alles. Allah wusste schon immer alles. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die Anzahl der Geschöpfe und die Anzahl der Handlungen, der Gedanken, verborgen und geheim jedes einzelnen Geschöpfes. Jedes Wort, jedes Laut, was von einem Geschöpf ausgesprochen wird, außer dass er es weiß. Kein Blatt fällt nieder ohne sein Wissen. Kein Senfkorn. Nichts, was in der Größe eines Kornes oder eines Atoms ist, in dem Himmel oder auf der Erde, außer dass es in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Alles weiß Allah, sämtliche Geschehnisse, die Taten, bevor sie geschehen, die Gedanken, bevor sie gedacht werden und was noch geheimer ist als dieses. Alle Menschen von Adam bis zum Tod, bis zum jüngsten Tag, bringen sie alle zusammen. In ihren verschiedenen Orten und in ihren verschiedenen Zeiten und in ihren verschiedenen Dialekten und in ihren verschiedenen Sprachen und in ihren verschiedenen Gedanken, all das, wie viele Milliarden von Menschen gibt es, steigt zu Allah auf, als ob es nur eine einzige Stimme, eine einzige Sprache und als ob es zum selben Moment hochgeht. Nichts entgeht Allah subhanahu wa ta'ala.
jedes Ereignis, außer dass Allah es erfasst hat. Und die Kuffar, all die sich hochmütig verhalten auf dieser Erde und stolzieren, als ob die Erde ihnen gehört und stolz auf ihre Errungenschaften, auf ihre Zivilisationen, auf ihre Fortschritte sind. Bring die Wissendsten von ihnen. Bring die besten Techniken von ihnen. Schau alle zusammen. Sie können noch nicht mal die Ereignisse einer einzigen Stunde zusammenfassen. Nicht von der Welt. Von einem Haus. Einem Haus. Ich sage nicht von einem Land. Ich sage nicht von einer Stadt. Ich sage nicht von einem Dorf. Von einem Haus, einem Familienhaus. Schaffen sie nicht alle Ereignisse restlos zu erfassen. Mit all ihren Techniken und bringen sie alle. Während Allah subhanahu wa ta'ala von allen Zeiten, allen Orten, von jedem Geschöpf alles genau erfasst hat. Und das führt zur Gottesfurcht. لِتَعْلَمُوا, damit ihr wisst, أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, dass Allah Macht zu allen Dingen hat. وَأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, und dass er alles mit seinem Wissen umfasst und erfasst hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah Al-Dhariyat, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, schaut, und den Himmel haben wir mit Kraft erbaut, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, und wir dehnen ihn stetig aus. Schaut, wie Allah seine Macht demonstriert und auch sein Wissen und auf die Wahrhaftigkeit des Korans hindeutet. Denn vor 1434 Jahren konnte niemand wissen, dass das Universum expandiert. Keiner konnte das wissen. Vielmehr dachten die Menschen, dass die Erde eine Scheibe wäre und dass über ihr der Himmel ist. Nicht, dass der Himmel die Erde von allen Seiten umfasst. Und auch noch, dass der Himmel expandiert. Erst in unserer Zeit, 19. Jahrhundert, hat man erst festgestellt, dass das Universum expandiert. Man hat es, ich will nicht näher darauf eingehen, aber die Hubble's, vielleicht kennt der ein oder andere die Brüder Hubble nicht, oder er kennt sie doch, die einen Nobelpreis gewonnen haben, weil sie herausgefunden haben, mit ihrer Technik, dass das Universum expandiert. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, und den Himmel haben wir mit Kraft erbaut. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, und wir dehnen ihn ständig aus. Tatsächlich, Universum ist stetig am Expandieren. Man hat gesehen, dass die Sterne sich voneinander entfernen und von der Erde entfernen, was darauf hindeutet, dass das Universum am Expandieren ist. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, und die Erde haben wir ausgebreitet. Und wie prächtig wir sie ausgebreitet haben. Nirgendwo ist außerhalb dieser Erde, im Universum, es möglich für die Menschen zu leben. Nirgendwo. Weder, es gibt keinen Sauerstoff. Diese Verhältnisse, die es gewährleisten oder erlauben, dass Lebensformen entstehen können, gibt es nicht. Das Leben ist unfähig zu existieren außerhalb dieser Erde. Außer durch die Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Egal wie viel sie forschen. Egal wie viel sie suchen, Lebensform ist nur auf der Erde möglich. Während es wilde Winde und Stürme und Temperaturen, die wir uns nicht vorstellen können, in anderen Planeten gibt, hat Allah uns die Erde gefügig gemacht. Und wir haben euch darin eine Lebensform geschaffen. Und die Erde haben wir gebreitet, wie trefflich haben wir sie ausgebreitet. Was sagt Allah danach weiter? وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, und es gibt keine Sache, außer dass wir sie in Paaren erschaffen haben. Früchte, Pflanzen, Menschen, Tiere, alles männlich und weiblich. Plus und Minuspol. Alles außer dass wir sie in Paaren geschaffen haben. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, warum? Damit ihr nachdenkt. Also diese Immensität in der Schöpfung, diese Wunder übereinander geschlagen, diese unnachahmbare majestätische Kraft und Erschaffung der Dinge in ihrer Beschaffenheit.
لعلكم تذكرون. Allah hat uns diese Zeichen gezeigt, die auf seine Macht hindeuten und die auf sein allumfassendes Wissen hindeuten und auf seine Weisheit und Gerechtigkeit in der Planung und Organisation der Himmel und der Erde. Jallat Qudratu. Was sagt Allah danach? Was soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, nachdem Allah uns demonstriert hat einige Beispiele seiner Erhabenheit und seiner Macht? Was sagt Allah? Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. So flüchtet zu Allah. Wie ein Bruder immer sagt, so rette sich wer kann. Rette sich wer kann. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. So flüchtet zu Allah, denn ich bin euch von ihm ein deutlicher Warner. Flüchtet zu Allah. Die Gelehrten haben über diese Aussage nachgedacht. Warum sagt Allah, flüchtet zu Allah? Warum nicht lauft zu Allah, kehrt zu Allah zurück, bereut zu Allah, kommt zu Allah? Warum flüchtet zu Allah? Warum hat Allah diese Wortwahl genutzt, dieses Synonym? Die Gelehrten haben gesagt, die Flucht ist, bedeutet das rasche, schnelle und eilige Verlassen eines Ortes, worin sich eine akute, katastrophale und gefährliche Katastrophe befindet. Sodass es nicht ausreicht, dass man einfach rausgeht, einfach verlässt, ganz normal. Und es reicht auch nicht aus, dass man läuft. Man muss flüchten, wegen der dringenden und akuten Gefahr und der Katastrophe, die sich in diesem Ort befindet. Und wahrlich, die Katastrophe des Unglaubens und die Katastrophe des Schirkes ist eine gewaltige Katastrophe, ohne Zweifel. Und Allah spricht die Kuffar an und die Mushrikun, die sollen eilig den Unglauben sein lassen, den Atheismus sein lassen. Sie sollen die Götzendienerei sein lassen und sich Allah alleine widmen in ihrer Anbetung, weil sie sich in einer katastrophalen Situation befinden. Wenn sie so sterben, gibt es nichts Schlimmeres, was sie treffen kann, als ihre eigenen Seelen und ihre Familien zu verlieren, am Tag, an dem keine Reue angenommen wird und keine Tat, es sei denn, man hat in diesem Leben gewirkt. Und auch sind die Muslime angesprochen. Auch sind die Muslime angesprochen. Fafirru ila Allah. Flüchtet zu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nennt den Tod Katastrophe im Koran. Fa'asabatkum musibatul maut. So traf euch die Katastrophe des Todes. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es soll euch nicht irgendjemand den Tod wünschen, wegen der gewaltigen Ernsthaftigkeit des Sterbens. Wegen der immensen Ernsthaftigkeit, die immense Ernsthaftigkeit des Todes, keiner soll sich den Tod wünschen. Und Imam Qurtubi sagt, es gibt eine Katastrophe, die ist schlimmer als die Katastrophe des Todes. Welche Katastrophe? Er sagt, die Katastrophe der Unachtsamkeit gegenüber dem Tod. Die Katastrophe der Unachtsamkeit gegenüber dem Tod. Und die Unachtsamkeit, die Rafla, gegenüber die Taube zu Allah subhanahu wa ta'ala. Gegenüber der Taube zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Zeitpunkt, an dem dein Herz stehen bleibt. Der Zeitpunkt, an dem deine Seele entrissen wird. Der Zeitpunkt, an dem dein Blick scharf ist. Und du wirst Gestalten sehen. Du hast niemals irgendetwas desgleichen gesehen. Niemals konntest du dir vorstellen, dass es so welche Geschöpfe gibt. Du hast immer nur die Namen gehört. Die Engel der Strafe, die Engel der Rahma, der Engel des Todes. Du hast nur die Namen gehört. Aber das, was du in dem Moment siehst, konntest du dir nicht in deinen schlimmsten Albträumen vorstellen. Überhaupt nicht. Dein Gehirn hat niemals irgendetwas gesehen, was dem gleich, sodass du das hättest verarbeiten können. Die Schwere dessen, was man sieht. Schlimmer als der Tod, sagt Imam Qurtubi, ist
unachtsam gegenüber dem Tod zu sein. Und Allah hat diese Leute mit einem Zustand beschrieben, wie den Zustand von Vieh und von Tieren, die einfach nur essen und trinken und nicht darüber nachdenken, dass sie irgendwann mal verscheiden. Das ist der Zustand des Menschen, der nicht über sein nächstes Leben, über seinen Tod nachdenken wird und lebt, als ob er ewig lebt. Was die Flucht zu Allah betrifft, teilt sich, was die Flucht betrifft zu Allah, so sagen die Gelehrten. Alles, was man fürchtet, davor flüchtet man. Man flüchtet vor allem, was man fürchtet, außer Allah. Wenn man ihn fürchtet, flüchtet man zu ihm. Das ist, wenn ein Löwe hinter dir ist, du flüchtest nicht zum Löwen, sondern du läufst vom Löwen weg. Wenn ein König deinen Kopf verlangt, du läufst nicht zum König, sondern du läufst vor dem König weg. Wenn eine Krankheit dich jagt, dann du gehst nicht zu den Orten, wo die Krankheit verbreitet ist, sondern du verlässt die Krankheit. Wenn irgendjemand dir schaden will, oder wenn irgendjemand, du weißt, das Ausmaß seines Schadens ist groß, verlässt ihn. Außer, sagen die Gelehrten, bei Allah. Wenn man ihn fürchtet, gibt es nur eine Flucht. Und die ist zu ihm. Die Menschen hinsichtlich der Flucht teilen sich in zwei Gruppen ein. Wie Sheikh Muhammad ibn Sa'd al-Shahrani sagt, in zwei Gruppen teilen sich die Fliehenden ein. Eine Gruppe von Menschen, die fliehen von Allah zu anderen außer Allah. Von Allah zur Dunya, von Allah zu den Frauen, von Allah zum Geld, von Allah zu ihrem Gelüst. Siehst du nicht denjenigen, der sich seine eigene Neigung zum Gott gemacht hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn du anfängst, sie zu ermahnen und zu Allah zu rufen, werden sie hastig und unkonzentriert und aggressiv und wollen nichts anderes außer dich verlassen. Sobald du Allah erwähnst, ich habe nie gesehen, dass sie sauer geworden ist. Einmal habe ich ihn zum Islam gerufen, ist er ausgeflippt. Einmal eine Person sieht uns, wir gehen auf der Straße entlang, ich und ein paar Brüder, und dieser Bruder Marokkaner, möge dann recht leiden, er sieht, wie wir kommen, hat er sich hinter der Telefonzelle versteckt. Ich habe den gesehen, dass er sich hinter der Telefonzelle versteckt, weil es geschehen vor seinen Freunden. Wollte nicht wieder kommen, beten und kommen zur Moschee. Manche Leute flüchten, sobald du das Wort Allah und Gehorsamkeit erwähnst, wollen die nichts mit dir zu tun haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist ein authentischer Hadith. Er sagte, Kullukum yadkhul al-Jannah illa man farra 'ala Allah firara al-ba'ir min ahli. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder von euch betretet das Paradies. Jeder von euch betretet das Paradies. Außer jemanden, der vor Allah flüchtet wie ein Kamel vor seinem Besitzer. Kennt ihr das, wenn jemand sein Vieh oder sein Kamel einfangen will, was ihm weggelaufen ist? Und wie ein Esel, der läuft weg und der Besitzer hinterher. So ist derjenige, der vor Allah flieht. Allah hat ihn mit einem Kamel verglichen. Der vor Allah subhanahu wa ta'ala flieht. Und die zweite Gruppe sind diejenigen, die von Allah zu Allah flüchten. Das sind die von Allah subhanahu wa ta'ala zu Allah flüchten. Das sind diejenigen, wenn sie Sünden begehen und wenn sie schlechte Taten begehen und wenn sie übertrieben haben im Unrecht gegenüber sich selbst, sie wie kleine Kinder gegenüber ihren Müttern sind. Wallillahi al-mathalu al-a'la. Sie verhalten sich zu Allah wie kleine Kinder zu ihren Müttern. Kennst du das, wenn ein kleines Kind hat irgendetwas falsch gemacht? Ja, meine Tochter zum Beispiel, wenn die missbraucht, dann kommt die und sagt, Entschuldigung, fängt an zu weinen, Entschuldigung Papa, mache ich nie wieder. 4 Jahre und fängt an zu weinen. Und es ist für sie eine Krise, nur wenn man auf sie wütend ist, die kann das gar nicht tragen. Wenn die weiß, du bist zornig, die findet keine Ruhe, bis du ihr vergeben hast. Und die kommt und sagt, du bist lieb, Papa, Entschuldigung, mache ich nie wieder, bitte Papa, Entschuldigung. So, ihr kennt das, wenn ein kleines Kind weint und
und nicht Ruhe geben, bis die Eltern, bis die Mutter zufrieden ist. Ich bin jetzt nicht die Mutter in dem Fall, der Vater. Aber der Diener ist zu Allah so. Wenn der Diener Sünden begeht, der gibt nicht Ruhe. Er bittet Allah immer wieder um Vergebung. Und man fragte einen der Salaf al-Salih, wer ist der beste Diener? Und wenn ich mich nicht irre, war das Sa'd ibn Jubayr. Er sagte, der beste Diener ist derjenige, wenn er sich an seine Sünde erinnert, sieht er auf einmal all seine guten Taten als klein und macht mehr gute Taten und bittet weiter um Vergebung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte in eine Dua zu sprechen und er sagte, es ist in Bukhari, wer diese Dua spricht in der Nacht, wenn er in dieser Nacht stirbt, stirbt er im reinen Zustand der Fitra, neugeboren. Und wenn er am nächsten Tag aufstehen sollte, wird es ihm besser gehen. Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk. O Allah, ich habe mich selber dir ergeben. Wa wajjahtu wajhi ilayk. Und habe mich völlig an dich gewendet. Wa fawadtu amri ilayk. Und habe all meine Angelegenheiten dir überlassen. Wa alja'tu dhahri ilayk. Und habe meinen Rücken an dich gelehnt. Kennst du das, wenn du deinen Rücken fallen lässt, du weißt, du wirst aufgefallen. والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك aus Hoffnung an dich und aus Furcht vor dir لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. Es gibt keinen Zufluchtsort und keinen Ort zur Rettung vor dir außer bei dir. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ich glaube an das Buch, was du hinabgesandt hast. Und an den Gesandten, den du geschickt hast. Der springende Punkt, es gibt keinen Zufluchtsort und keinen Ort der Rettung vor dir, außer bei dir. Und wer die Wirklichkeit verstanden hat, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, wer die Ernsthaftigkeit verstanden hat, möge Allah uns die Ernsthaftigkeit verstehen lassen. وَمَنْ لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ sagt Allah im Koran. وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا. Und wer dem Rufer Allahs nicht antwortet, er wird kein Entkommen auf der Erde haben. Kein Entrinnen. Wir sind völlig unter der Verfügungsgewalt Allahs, subhanahu wa ta'ala. In jedem Augenblick unserer Augenblicke, ob wir das realisieren oder nicht. In wessen Hand ist dein Herzschlag? In wessen Hand ist dein Atemzug? In wessen Hand ist deine Sehkraft, während du mitten in der Sünde bist? Und wie viele mitten in der Sünde kam Malakul Maut und ergriff ihre Seele? Wie viele mitten in der Sünde, bam, der Tod kam, keine Rückkehr, keine Vergebung, keine Reue. Plötzlich erkennen sie, dass alle Macht bei Allah ist. Und dass sie stetig in einem Trug gelebt haben. Wer diese Wirklichkeit versteht, der versteht auch die Dua. La malja'a wa la manja minka illa ilayk. Kein Zufluchtsort und kein Ort der Rettung vor dir, außer bei dir. Außer bei dir. Und die Flucht zu Allah ist die Tauba. Die Reue. Und die Reue, liebe Geschwister, ist das Edelste, womit sich ein Muslim überhaupt kleiden kann. Die Rückkehr zu Allah. Und die Reue, wie die Ulama sagen, umfasst oder wird durch drei Wege verwirklicht. Drei Wege verwirklichen die Reue. Der erste ist das Wissen. Zweite, dein Zustand. Und das dritte ist deine Handlung. Was das Wissen betrifft, ist deine Reue nur dann wahrhaftig, wenn du weißt, diese Sünde schadet dir in deiner Dunya und in deiner Akhira und versperrt dir den Weg zu dem, was du liebst. Du weißt mit Sicherheit, diese Sünde ist schlecht. Du weißt es. Und deswegen machst du Tauba. Und was den Zustand betrifft, so verändert die Reue deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Was die Vergangenheit betrifft,
du bereust, was du getan hast. Immer wenn du dran denkst, astaghfirullah, wie konnte ich nur? Allahu al-musta'an, la ilaha illallah, was hat mich nur geritten? Was deine Gegenwart betrifft, ist die Wiedergutmachung und sofortige Beendung von dem, was beendet werden muss. Und die ständige, das ständige Istighfar, ständig um Vergebung bitten. Ständig um Vergebung bitten. Und was deine Zukunft betrifft, so verbesserst du und handelst besser. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Und ich bin wahrlich Ghaffar. Ghaffar, es gibt Al-Ghafur und Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ist die Steigerung. Und ich bin wahrlich allvergeben, vergebe viel. Dem, der bereut. Nicht nur der bereut, der danach glaubt. Nicht nur der danach glaubt, der danach rechtschaffen handelt und sich rechtleiten lässt. Und sich rechtleiten lässt. Einer der, und der dritte, der drei, wir sagten hier Wissen, Zustand und Tat. Wissen haben wir gesagt, Zustand, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, haben wir auch gesagt. Und das dritte jetzt ist die Handlung. Und das bedeutet den Istimrar im Istighfar, dass du ständig um Vergebung bittest und es vermehrst, die guten Taten zu begehen. Einer der Salaf al-Salih erzählt, er sagt, 30 Jahre lang habe ich Allah darum gebeten, mir zu vergeben. Und dass ich nie wieder die Sünden begehe. Nie wieder. Dass ich fern von den Sünden bleibe. Nach 30 Jahren dann habe ich zu mir selber gesagt, du hast jetzt 30 Jahre lang darum gebeten, keine Sünden mehr zu begehen. Und immer noch machst du Fehler. Immer noch machst du Fehler. Dann hat er sich hingelegt zum Schlafen und im Traum hat er einen Engel gesehen. Der Engel hat zu ihm gesagt, O du, liebst du nicht, dass Allah dich liebt? Willst du, dass Allah dich liebt? Hast du nicht Allahs Worte gehört? Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Fastabir fi du'a. Der Engel hat zu ihm im Traum gesagt, O der du die, willst du nicht die Liebe Allahs? Hast du nicht die Worte Allahs gehört? Allah liebt diejenigen, die ständig bereuen, die ständig zu Allah zurückkehren. Und er liebt diejenigen, die ständig in einem Zustand der Reinheit sind. So mache weiter mit deiner Dua. Bitte weiter um Vergebung. Kehre weiter zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und er ist der Allvergebung, Allbarmherzige. Egal, was du gemacht hast. Egal. Wenn du ein Unrecht einer Person zugefügt hast, gebe dieses Unrecht zurück. Aber was zwischen dir und Allah ist, egal wie groß die Sünde ist, egal was du getan hast, ach egal, ob du 100 Menschen umgebracht hast, und man soll das vorsätzlich natürlich nicht tun. Man soll kein, und auch nicht aus Versehen, damit man das nicht falsch versteht. Egal was du machst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh mein Diener, wenn du zu mir kommst mit einer Erdkugel, und ich bin gleich fertig, voller Sünde, Erdkugel. Weißt du, was Erdkugel ist? Kennst du die Erde? Wie groß die ist? Geh mal zu Fuß nach Marokko, dann weißt du, wie groß die Erde ist. Erdkugel voller Sünden. Allein das Meer, wie gewaltig. Wer schon mal auf dem Meer war, Erdkugel, ach Erdkugel. 12.560 Kilometer Durchmesser. 40.000 Kilometer im Umfang. Und dann noch die Fülle, das Volumen. Allah sagt, wenn du zu mir kommst, mit Sünden so viel wie die Erde. Und einige Kommentatoren, Erklärer des Hadithes sagten, wenn du mit so viel Sünden kommst, wie die Sünden der ganzen Menschheit. Und du gesellst mir nichts bei. Yani, la ilaha illallah stimmt, ist stabil. La ilaha illallah ist vorhanden, die Basis ist da. Und du gesellst mir nichts bei, wenn du mich dann um Vergebung bittest, bringe ich dir eine Erdkugel voller Vergebung. Das ist Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und Aisha Ridwanullahi alayha wird authentisch von ihr überliefert. Die sagte, Oba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran yawm al-qiyamah. Frohe Botschaft. Und Oba, was auch als frohe Botschaft
in der Bedeutung übersetzt werden kann, Uber.